Hallo zusammen, willkommen zurück bei Tales of Phantasia. So, man könnte nun annehmen, dass nichts passiert sei in der Zwischenzeit, das ist aber nicht ganz korrekt. Ich habe mir noch was angeschaut. Mir ist bei einem Walkthrough, den ich mir angeschaut hatte, bevor wir die letzten Folgen aufgenommen haben, bezüglich der Elementargeister, ist an mir was vorbeigeflogen, wo ein Tipp drin stand, was man machen soll. Deswegen habe ich mir das einfach nochmal genauer angeschaut, wie das genau funktioniert. Und zwar gibt es hier dieses Item Macht der Rune. Das habe ich mir nochmal ein bisschen näher angeschaut und das ist ein Spezialtrank, der andere Objekte transformieren kann. So. Und jetzt wurde dort empfohlen, sich sogenannte, ich glaube auf Englisch waren es Flame Mantle herzustellen. Und das geht, indem man einen Mantel nimmt und den mit der Macht der Rune kombiniert. Jetzt bin ich mir nur unsicher, ob das hier wirklich so hieß oder war. Hieß das hier Cape oder so? Mantle war es auf jeden Fall auf Englisch. Granat, Talisman, Cape, genau. Dazu bin ich jetzt also nochmal in verschiedene Städte gereist, habe dort Capes und Ledercapes gekauft, damit wir das mal ausprobieren können. Denn diese Capes, achso, gehen wir nochmal runter. Man kann das ja oben auch irgendwie filtern, aber da bin ich jetzt zu faul für. Nein. Wenn wir jetzt in die Ausrüstung gehen. Wo kommt denn das überhaupt hin hier? Wahrscheinlich hier unten rein. Genau. Die bringen halt so ein bisschen Verteidigung hier. Ledercape 2, normales Cape 1. Das ist jetzt aber nicht so mega. Ich weiß gar nicht, was macht denn der Schutzring hier überhaupt? Trink mit einem gravierten Kriegskreis 10% Chance, physische Schäden aufzuheben. Ah, okay. Genau. Und da könnte man jetzt solche Capes reinmachen. Jetzt ist es aber so, dass die mit der Macht der Rune... Da. Worauf anwenden? Ach, Leute. Da sind Accessoires, glaube ich. Genau. Auf ein Cape angewendet, wird das zu einem Leuchtfeuer-Cape. Gucken wir gerade mal. Leuchtfeuer-Cape. Cape ist eine 30%ige Chance, bietet Schäden durch Feuer und Wasser aufzuheben. Ist das richtig? Okay, ist auf jeden Fall gut für uns. Ach so, nee, Moment, ich komme hier komplett durcheinander gerade. Genau, die hier haben ja schon das Silver Cape bekommen. Machen wir nochmal hier. Also die Macht der Rundinger hier, nur zum Hinweis, die haben wir gefunden, die hatten wir schon dabei. Und man kann sie kaufen in Alvanista beispielsweise, sind aber relativ teuer. Machen wir nochmal ein zweites davon und dann geben wir das Klaus, würde ich sagen. Ausrüsten. Was trägt denn noch? Ring des Paktes reduziert Schäden, die durch Wind entstehen, um 50%. Und der trägt ein Ledercape. Ja, das ist ja ziemlicher Quatsch eigentlich. Und das mit dem Windschaden ist ja auch... Ein Ring mit besonderer Macht reduziert den TP-Verbrauch um ein Drittel. Belebt die Mitglieder automatisch wieder, wenn ausgerüstet. Schäden durch Wasser. Reduziert Schäden, die erdbasiert sind, um 50%. Maximale KP... Schäden, die durch Feuer verursacht werden. Dann rüsten wir das mal aus. Und dann können wir das hier nochmal ausprobieren.
Ich wäre aber dann fast dafür, hier einmal nochmal einen Speicherstand anzulegen, damit wir hier ja, safe sind und wieder zurück können. Wenn das jetzt alles Quatsch war. Nun gut, wie auch immer. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit hier investiert, um hoffentlich ein bisschen gestärkt hier raus hervorzugehen. Genau, ich musste gerade noch rausfinden, mit welchem Knopf ich hier den Mana-Ring verwende, den wir in der letzten Folge gefunden haben. Bohnenkraut. Fragezeichen-Axt. Krieger-Amulett. So, jetzt wird's nämlich spannend. Das erste ist natürlich wieder die Formation zu ändern, weil das ja so Quatsch ist. Genau, ach, jetzt kommt das wieder. Das macht ja enormen Schaden. Wobei, das jetzt sah ja noch okay aus. Dann würde ich aber jetzt noch vorschlagen... Nee, das ist Format. Ich hätte gern Taktik. Klaus bitte auf Distanz, Amber auf Distanz und dich belassen wir dabei. So, dann haben wir nämlich das hier schon mal. Gnome! So, ich würde sagen, das hat funktioniert, aber mit der Distanz können wir vielleicht dafür sorgen, dass diese Magier da uns nicht weiter so stark behelligen, wie sie es jetzt hier getan haben. Das wäre, glaube ich, noch wünschenswert. Ansonsten habe ich hier keine Ahnung, wo ich bin und wo ich lang gehe. Achso, jetzt muss ich hier natürlich die Formatierung, das Format wieder ändern. Die, ich weiß nicht, wie heißt das? Außerdem glaube ich, dass die nicht mehr lange machen. Genau, den hier. Das war doch der, den ich nochmal ein bisschen üben muss, ne? Sword Rain ist leider so mega praktisch, deswegen benutze ich es sehr oft. Vor allen Dingen mit mehreren Gegnern, die auf einem Fleck stehen. Ja, also gegen zwei Ogre kommen wir, glaube ich, gut klar. Level up! Sehr schön. Dann holt Amber so ein bisschen zumindest auf. Lightning Tiger Thrust Demonic Swallow Kicked. Genau, den können wir schon... Ich gucke das ständig nach, ich weiß. Dann haben wir hier noch die Kombination aus Rising Phoenix und Sword Rain, aber Rising Phoenix können wir gar nicht. Das, genau, war ja auch noch eine interessante Sache. Mischgel erhalten, 1000 Galt erhalten, Lavaschlüssel erhalten. Okay, wir finden alles mögliche an Items hier, das ist okay für mich an der Stelle. Ich bin noch ein kleines bisschen nervös, ob unsere Vorbereitung hier jetzt reicht, aber wenn wir jetzt wieder nur auf Ogre treffen, dann wird das schon reichen. Oh, das hat sogar den vorderen noch mit erwischt. Sehr schön. Bumm. Das hat den vorderen jetzt nicht mehr mit erwischt. Aber zu mir geschmissen. Yo, also die verballern auf jeden Fall ordentlich Mana auf den Einstellungen. Wenn man sich das mal überlegt, ist das aber schon krass, ne? Wir haben 1000 Galt gefunden und das klang für mich schon wieder so nach so mega viel, aber zwei Kämpfe gegen zwei Ogre und zack, sind wir bei mehr als 1000. Strategie. Ich glaube, ich stelle die erstmal wieder auf TP-abhängig um, damit die sich ein bisschen zurückhalten gegebenenfalls. Und das Distanz machen wir nur, wenn da so ein Viech ist, was wir da auf jeden Fall auf Distanz ausschalten müssen. Ist hier noch was? Nee. Kann es sein, dass die Höhle auch nicht so groß ist? Das war bei Gnome ja auch schon so.
So, einmal die Distanz nehmen wir hier, einmal die Distanz nehmen wir hier. Das Umstellen war also wieder Quatsch. Hat man das jetzt einfach nur nicht gesehen, dass du getroffen hast? Oder was ist hier passiert? Die wurde unterbrochen. Das sah sehr danach aus. Es tut mir leid, lieber Ogre, aber ich prügel dich da jetzt rüber. Ach, die war schon kaputt. Umso besser. Ach, guck mal, da haben wir sogar eine Macht der Rune gefunden. Und da habe ich erst noch 3500 Gold für ausgegeben, für ein paar davon. Also wir hatten auch welche, so ist nicht, aber... So, Strategie... Da ist ein Speichersymbol, magisches Auge. Okay, dann müssen wir das hier noch einmal umstellen. Mana-technisch sieht es okay-ish aus, denke ich. Müssen wir mal gucken, wie das dann läuft. Oh, da war sie jetzt schneller. Das hat wehgetan, ist aber noch nicht dringend kritisch. Also bei Amber schon. Aber jetzt sollten wir sie eigentlich... Sollten wir sie ausschalten können. Jawohl. Okay, ja, gefällt mir. Hier ist noch mehr. Ach so, nein, das ist nur die... Wow. Okay. Ich hab's verstanden. Wir waren einfach quasi unten, haben da einen Schlüssel geholt und können jetzt die Tür hier oben aufmachen und dann sind wir schon da. Also das geht tatsächlich relativ fix alles. Genau, das müssten wir jetzt eigentlich nutzen können. Na, TP generieren wir nicht mehr so richtig nach. Dafür ballern die zwei da zu viel raus. Aber so kann Mint ein bisschen das Leben nachholen. Ja, Amber ist jetzt schon wieder verdammt niedrig mit den TP. Müssen wir mal gucken. Wir haben, glaube ich, Gele dafür dabei. Oder dagegen, besser gesagt. Also so, dass das geht. Und Cress? Ja, da fehlt ordentlich Leben. Müssen wir mal schauen. Speichern. Ach so, nichts. Da hier hin. Und dann überschreiben wir das einmal und gucken und bereiten uns vor auf die Begegnung mit dem Elementargeist, hoffentlich. Zumindest gehe ich jetzt momentan davon aus. Da kann ich noch was machen. Noch einmal zwei Ogre. Amber zaubert echt enorm schnell. Aber die hatten wir, glaube ich, auch ein Item gegeben, das die Zaubergeschwindigkeit erhöht, ne? Wenn wir das nicht mehr brauchen, dann kann sie ja auch noch das andere Item haben, was die TP-Verwendung drittelt oder auf zwei Drittel, glaube ich, setzt, ne? Das wäre auf jeden Fall auch noch nett. Aua. Und gleichzeitig sehe ich gerade, könnten wir ja eigentlich auch noch, wenn wir ja so nah jetzt am Ausgang sind, einfach nach draußen gehen. Und uns einmal in Oliveo am Inn. Heilen!
Ich glaube, das ist eine gute Idee. Doch, das gefällt mir. Dieses kompakte Design, das hat durchaus Vorteile für mich. Da ich ein großer Fan davon bin, keine Items dafür verbrauchen zu müssen. So. Und dann sind wir schon wieder hier drin und sind voll geheilt und speichern einfach noch einmal. Ich finde, das ist eigentlich fein. Das können wir machen, würde ich sagen. So. Strategie. TP-abhängig. Das funktioniert noch nicht. Okay, ich vermute, das liegt daran, dass wir hier noch irgendwo einen Knopf drücken müssen. Ich habe jetzt gerade keinen Nerv dazu. Eigentlich fände ich es nämlich noch cooler, wenn wir das nicht machen müssten, aber... Jetzt natürlich die große Frage, wo und warum? Ja, das ist ja schon wieder Mist jetzt. Das macht alles, was ich gerade mit dem Innen gemacht habe, schon wieder ziemlich kaputt. Und Amber hat irgendwie so gerade überhaupt gar keinen Bock mehr, was zu tun. Dabei hatte ich jetzt extra sie umgestellt, weil sie schneller ist. Hm. Es läuft nicht so, wie ich es mir dachte. Wow, okay. Also so viel Schaden, wie sie mit dem Thunderblade gemacht hat, hätte instant mich oder, Klaus oder Amber gekillt. So krass war das. Na gut, dann gehen wir jetzt nochmal auf die Suche, um zu gucken, warum diese Tür nicht aufgeht. Oder, ich habe noch nicht versucht, mit ihr zu sprechen, oder? Wenn das jetzt wirklich einfach nur mit der Tür sprechen war, dann bin ich ein bisschen traurig. Wahrscheinlich habe ich dafür den Lavaschlüssel dabei, wa? Um die Tür aufzuschließen, mit der ich einfach nur hätte sprechen müssen. Lass es uns mit dem Lavaschlüssel probieren. Wow. Naja, probieren wir es. Wenn wir sterben, sind wir wieder nichts wieder voll. Ach, Leute. Könnte Crash vielleicht mal wieder aufstehen? Das wäre ganz nett. Der hat sich's ganz schön bequem gemacht da auf dem Boden. So. Ich würde sagen, das hat nicht getroffen oder nicht gereicht? Nee, das hat doch nicht getroffen, oder? Was zum Henker? Wirklich nicht? Ich wollte sagen, also was ist denn das für ein Ogre bitte? Der lebt immer noch. So, jetzt haben wir mal gut hier. Ach so, da ist offenbar eine ungesicherte Wand. Hier auch. Ich sehe, da sind Ketten oder irgendwas, aber ich raff's noch nicht. Wir sind doch jetzt hier reingekommen.
Okay. Ich hatte irgendwie gedacht, wir wären da näher dran, aber jetzt müssen wir hier noch irgendwas Komisches tun. Okay. Gut gemacht, Amber, aber unsere Ressourcen leiden ein bisschen. Ja, jetzt hat sie das natürlich beendet, bevor das Heal gegriffen hat, oder heilt das Heal jetzt noch? Es hat noch geheilt, offenbar. Amber war nämlich vorher bei 500. Wir machen hier jetzt einfach ein bisschen Rambazamba. Und dann kommen wir auch hier rüber. Das ist Ifrit? Was wünscht ihr von mir? Ich bin hier, um einen Pakt mit dir zu schließen. Du gefällst mir. Also gut. Wirklich? Natürlich nur, wenn ihr mich im Kampf besiegen könnt. Ja, ich bin und verbleibe gespannt, ob und wie Ifrit das hier mit sich machen lassen wird. Ich würde sagen, Mint hat wahrscheinlich gerade nicht so viel zu tun. Die anderen beiden werden gerade Zauber wirken. Das heißt, wir schauen mal. 5500 Schwachpunkt ist Wasser. So viel ist logisch. Ich glaube, wir haben nur leider keine Wasserfertigkeiten. Hat sie gerade schon wieder 1100 Schaden gemacht? Das sind locker 20% von seinem Leben, Alter. Das ist, nehme ich mal mit, ne? Das waren 400, das waren wahrscheinlich 10%. Ja, also wenn er jetzt nicht noch irgendwelche starken Tricks auspackt, würde ich sagen, das schaffen wir schon. Und damit habe ich es natürlich irgendwie verschrien. Eigentlich will ich ja auch was anderes machen. Aber macht nichts. Genau, den hier wollte ich machen, um ihn einfach eine Weile aufzuhalten. Was machen die denn jetzt? Machen die jetzt gar nichts mehr, oder was? Okay, jetzt haut er noch mal ein bisschen was raus. Aua. Aber ich halte es jetzt für bis jetzt noch nicht für kritisch. Also Gnome haut auch ordentlich Schaden raus. Hat offenbar jetzt aber nicht getroffen, weil er irgendwie ja sich im Boden versteckt hat oder zu so einer kleinen Flamme nur wurde. Aber das sieht doch gut aus. Galt, 1000 Erfahrung, Level Up für alle außer Crass. Lichtfeuer-Cape bekommen. Sehr schön. Ihr habt meinen Flammenstand gehalten, die das härteste Gestein zum Schmelzen bringen. Lass uns einen Pakt schließen. Also gut. Zeig mir den Granat. Ich ersuche dich, großer Elementargeist des Feuers. Im Zeichen dieses Ringes forme einen Pakt mit mir. Mein Name ist Klaus. Klaus kann nun Ifrit beschwören. Also nicht Ifrit, sondern Ifrit. Na gut, das ist ein magisches Buch. Amber erlernt Eruption. Mich so ein bisschen reizt es mich ja mal in irgendwelchen Komplettlösungen nachzuschauen, wo ich diese ganzen Fähigkeiten oder wo oder wie ich diese Fähigkeiten für die Heinis hier bekomme.
Achso, speichern würde ich, glaube ich, schon ganz gerne mal, damit hier nichts mehr passiert, weil das war ja doch jetzt eine Leistung, würde ich sagen. Das haben wir schon jetzt ganz gut geschafft und gut geleistet, um jetzt hier auch diesen Elementargeist unter unsere Fittiche genommen haben zu können. Ah, jetzt habe ich schon wieder hier Dinge getan. Okay, jetzt hauen wir gerade wieder raus. Oh wow, Lightning Tiger Blade hat sogar so spät getriggert, dass der andere Ogre schon tot war und deswegen hat er den hinteren getroffen. Der Cyclone kam ein bisschen spät, hat aber getroffen. Okay. Aber Mensch, was das auch an Geld bedeutet. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das gezeigt hatte, ne? Ich bin, glaube ich, mit 14.000 oder sowas bin ich shoppen gegangen. Bin also, erstmal musste ich eh noch Geld ausgeben für die Fahrt und so. Und hatte dann, glaube ich, im ersten Shop, wo ich war, zum Einkaufen, hatte ich noch 14.000 galt irgendwas. Und das habe ich dann relativ gut ausgegeben, waren, glaube ich, noch so 2.000 übrig. Und jetzt sind wir schon wieder bei 16.000. Ich meine, gut, alleine Ifrit hat selbst 8.000, glaube ich, gebracht. Aber ja, damit sind wir schon wieder, stehen wir schon wieder besser da als zu Beginn, also vor dieser Folge so ungefähr. Und das ist schon ziemlich nett. Nehme ich mit, finde ich gut. Okay, dann würde ich aber sagen, soll das auch genügen für diese Folge für heute. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann noch den vierten Elementargeist an. Andine, die irgendwo im Norden auf einer Insel sitzen sollte. Da schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Ob wir das finden, wie wir das finden. Wird schon werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.